offensichtlich bei der... Also wir spielen Geheimakte Tunguska 2. Ganz genau. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Kannst du dich noch daran erinnern, was im ersten Teil passiert ist? Jetzt pass auf. Aliens. Aliens. Sind auf die Erde gekommen. Mhm. Und irgendwie hat eine Organisation Experimente mit den Aliens gemacht, um andere Gedanken zu kontrollieren oder so. Hm. Und am Schluss waren wir dann in der Arktis oder so. Mhm. Mit einem. Oder Antarktis, ich bin mir nicht sicher. Wo gibt's Pinguine? Boah, keine Ahnung. Eins von beiden. Ja, man hat einem Pinguin sein Ei geklaut. Und hat dann alle ermordet. Nee, man hat ihm das Ei doch eben nicht geklaut. Ja. Da gab es doch nochmal die Wendung, dass man den sogar rettet. Mhm. Wer es glaubt? Antarktis, aha. Na gut, dann waren wir in der Antarktis. Das Abo abgelaufen. In der Antarktis, okay, gut. Na dann. Na gut. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil und wir sind an der, in der, auf, bei der Parish Church of St. Mary the Virgin in Ashford. Also irgendwo in England. Ich hoffe, man hört jetzt was, wenn ich den Vorspann anmache. Aber es wird schon gehen. Ah ja, man hört was. Okay. Also wir zumindest. Wir. Das geht los, finde ich, wie so ein Miss Marple-Krimi oder sowas. So ein Pfarrer, der sein Haus verlässt und hört Geräusche. Oder könnte auch so Columbo. Columbo geht immer so los. Columbo geht immer mit einem Pfarrer los, der auf dem Friedhof Geräusche hört. Eine Frage hätte ich dann noch. Miss Columbo. Und so weiter. Oh, ich sehe gerade, wir haben ein paar Frame Drops. Naja, manchmal ist die Internetleitung einfach nicht super stabil. Ich hoffe, das fängt sich wieder im Verlauf. Hallo? Ist da jemand? Passt die Lautstärke vom Spiel oder sollen wir lauter oder leiser machen? Oh Gott. Oh oh, Zombie Sam Fischer. Oh Gesundheit. Gott, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ja, die sind gerade komisch aufgestanden. Mhm. Jo. Er wird uns gleich liebend gern verraten, wo sich das Pergament befindet. Ich glaube, er ist tot, Jim. Hm. The Cluedo, danke fürs Abonnieren und hallo. Hallo. Mit Ring Fit. Oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Mensch, sollte ich mal wieder machen. Oh Gott, Entschuldigung. Na. Ah. Wo steht der kleine Kater? Ich höre nur, da wie er sich da und beschwert. Ach so, da hinten. Hinterm Bildschirm. Eichhörnchenkrieger, genau. Es ist die Allergie. Die Allergie gerade so schlimm. Hm. Ich komme mit diesem Pergament einfach nicht weiter. Aber nach dem wenigen, was ich bereits übersetzen konnte, hatte Bruder Matthew in seinem Brief vielleicht tatsächlich recht. Das ist jetzt aber ein Bischof Perry. Dieses Pergament fanden wir vor einigen Tagen bei Renovierungsarbeiten in der Krypta unserer alten Dorfkirche. Wenn man die Qualität und den Zustand des Papiers betrachtet, muss das Dokument mehrere Jahrhunderte alt sein. Der Grund, warum ich es euch schicke, ist aber ein anderer. Seit dem Fund sind hier merkwürdige Dinge passiert. Es wurde bereits zweimal eingebrochen. Und einer unserer Brüder ist spurlos verschwunden. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich etwas mit dem Pergament zu tun hat, da wir den Text bisher leider nicht entziffern konnten. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir da auf eine ganz große Sache gestoßen sind. Und vielleicht auch auf eine ganz gefährliche. Setzt mich bitte in Kenntnis, sobald ihr Näheres über das Pergament oder dessen Inhalt herausgefunden habt. Hochachtungsvoll, Matthew Wakefield.
Ein bisschen werde ich noch versuchen, dieses mysteriöse Pergament zu übersetzen. Und morgen kann mir William Patterson hoffentlich weiterhelfen. Schließlich sind die Geheimschriften des Mittelalters ja sein Spezialgebiet. Oh, es tut mir so leid. Ja, wenn die Energie zuschlägt, kann man nichts machen. Telefon! Das Büro von Bischof Perry ist zurzeit nicht besetzt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Bischof Perry, hier spricht Superintendent Falk, Mordkommission Ashford. Ich... Heim ist das geil, ein. Bischof, ich muss Sie dringend sprechen. Es geht um den Mord an einem Priester, einem gewissen Matthew Wakefield. Wir haben seine Leiche vor einer Stunde gefunden. Zeugen haben von zwei Männern in schwarzen Kampfanzügen berichtet. Wakefield hat uns einige Tage vor seinem Tod eine Nachricht zukommen lassen, die wir... Aber das ist jetzt nicht wichtig. Jetzt, da er tot ist, bekommt diese Nachricht plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Eine sehr beunruhigende Bedeutung. Bischof, ich muss Sie dringend sprechen. Es könnte sein, dass Sie in großer Gefahr sind. Wir müssen... Das ist sehr unprofessioneller Polizist. Sowas am Telefon zu sagen. Wakefield wurde ermordet? Aber das kann doch nicht. Sein Brief. Ich habe doch erst vor kurzem noch diesen Brief von ihm bekommen. Der Schreibtisch ist auch interessant. Verdammtes Fenster! Rot 3, um Zielperson kümmern. Ich sichere die Ausgänge. Bestätigt, Rot 2. Oh. Zwei Männer in schwarzen Kampfanzügen. Die suchen mich. Ich muss hier raus. Und ich muss dieses Pergament in Sicherheit bringen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber anscheinend ist es so wichtig, dass Wakefield dafür sterben musste. Gott, steh mir bei. Gott, steh mir bei. Okay. Okay. Es sieht definitiv ein bisschen besser aus, ja, als der erste Teil. Ja, da hat sich was verändert. Ein bisschen halt was hat sich verändert. Ich schau mal kurz, wann der zweite erschienen ist, ne, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Der erste war 2008, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Wir haben glücklicherweise wieder das Feature, dass uns Rätselhilfen angeboten werden, wenn wir nicht weiterkommen. Das werden wir wahrscheinlich auch nutzen. Ja, das ist super in solchen Adventures. Wenn man nicht nebenbei immer einen Guide offen haben muss. Moment mal, 2009, ein Jahr später schon. Ha. Da dübern aber fleißig. Ja, das stimmt. Und es sieht, wie gesagt, wirklich besser aus. Den Teil habe ich noch nicht gespielt. Ich habe ihn ganz kurz mal angespielt, um reinzuschauen, aber im Prinzip nur das Kapitel, was wir jetzt eh auch gleich spielen werden. Also den ersten Bildschirm, mehr habe ich nicht gesehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hallo, zu alt für... Und es tut mir nochmal leid wegen den Niesen. Der Sebi hat kurz bevor wir angefangen haben hier drin noch gesaugt und wahrscheinlich einfach zu viel Staub aufgewirbelt. Mehr aufgewirbelt als weggesaugt wahrscheinlich. Ja, das ist nicht gut mit meiner Allergie. Ach, naja. Okay, wir sind irgend so ein Bischof. Oh, und das ist jetzt auch anders. Das macht jetzt so ein... Ich habe eine neue Brille, deswegen sehe ich anders aus. Du? Ja, das soll ein Scherz sein. Weil du das Ach sitzt so. Und nicht ich. Sorry, ich bin ein bisschen schwer vom Begriff. Okay. Ja. Okay, na könnte gut. Es sein, dass wir das rote Buch, das da auf dem Tisch liegt, zu den auffälligen roten Büchern in dem Regal stecken müssen. Ist nur so eine Idee. Okay, hier kommt man ins Menü. Ich muss nur kurz mal ein bisschen durchgehen. Ja, passt schon. Es ist ein bisschen ein anderes Interface. Ja, ist es besser oder... Ich bin mir noch nicht sicher. Man hat im Prinzip... Ramsi, okay, vielen Dank. 155. Danke schön, Ramsi. Ich mag die Katze, die da läuft. Ja, super. Die Spendenkatze ist super. Oh, die sieht aus wie die Zelda. Sie ist auch so dick wie die Zelda. Dann haben wir jetzt über 500. Ich kann es von hier nicht lesen, wie viel, aber auf jeden Fall ist der zweite Spendenstream, also Special Stream für nächste Woche, auch schon wieder erreicht. Ich sehe es leider auch nicht. Wurscht. Genug für den zweiten Stream auf jeden Fall. Okay, also man kann das Menü anscheinend... Moment. Ausfahren und wieder einfahren. Ja, genau. Man kann es ausfahren. Okay, warum nicht? Und hier kann man anscheinend sich, ja, da kann man sich anzeigen lassen auch. Vielen Dank, aber super cool. Ah ja, das geht auch auf den Schultertasten. Okay, man kann mit denen kann man
gehen. Ah, gibt es keine direkte. Gab es im Vorgänger direkte Charaktersteuerung auch nicht, ne? Nee. Okay. Aber es gibt diese blöde Leiste an der Seite, wo man. Na gut, mal, weiß ich nicht. Warte mal. Wenn wir jetzt auf das Buch klicken. Okay, dann haben wir die Auswahl zwischen anschauen okay. und. Na gut. Erstmal zur Tür raus. Was jetzt von unserer Kamera verdeckt wird, ist übrigens nur so ein Lupensymbol. Nichts Wichtiges, genau, nur dass ihr es wisst. Da ist nichts Wichtiges. Cupcakes. Abraxe, danke für die Cupcake-Bits. Die jetzt gleich das Glas. Ein Glas voller Cupcakes. Wenn ich cool. mir nicht so schlecht wäre, wäre das echt cool. Aber mir ist einfach nur übel heute. Wir haben heute zu viel Kekse ja. und Süßigkeiten gegessen. Gestern auch schon. Gestern war auch schon so ein furchtbarer Tag. Furchtbarer Tag. Wir mussten so viel Süßigkeiten essen. Ja. Kekse und so Dickmanns und ein Eis, ey. Ja. Das war die Hölle. Du hast ein Eis gegessen. Ich habe meins noch. Das stimmt. Ich habe ein Eis gegessen. Ja, ich wollte es eigentlich. Das ist ja die Sache. Ich wollte es nämlich heute noch essen, aber jetzt bin ich schon wieder so voll gefuttert, dass ich wahrscheinlich nichts essen kann. First World Problems. Ja, First World Problems. Das ist wirklich schlimm. Naja. Die Tür ist verschlossen. Und da kann ich auch auf keinen Fall muss raus, ja auch wenn ich den sein. Typen in den Kampfanzügen nicht in die Arme laufen will. Okay, wir wollen anscheinend da nicht raus. Anscheinend sind wir keiner von diesen Kampfpriestern. Ja, leider. Diese Kampfmönche. Genau. Na gut, okay, gehen wir mal zu dem jetzt. Offensichtlichen Buch. Ja, wir haben es schon schwer. Es trägt den Titel Geheimschriftliche Symbolik. Na dann. Wir essen ja zurzeit echt eigentlich ziemlich ja. konsequent kalorienreduziert, aber wenn wir dann mal einen Ausnahmetag machen, dann eskaliert ja. das halt immer ja. gleich so krass. Ja, leider. Das müssen wir noch ein bisschen einpendeln. Ja, das muss ich noch. Ja. Das muss ich noch ausdifferenzieren. Ja. Okay, das nehmen wir ja gleich mal mit. Na gut. Da ist noch ein Brief. Hier werden die vorbestellten Bücher abgelegt. Laut der Liste hat sich William Patterson für geheimschriftliche Symbolik eintragen lassen. Ebenso wie Dr. Lucy Forrester. Vielleicht wäre es eine gute Idee, meinem Freund William Patterson das Pergament zukommen zu lassen. Ihm kann ich vertrauen. Und er ist ja schließlich auch Experte für solche Schriften. Okay. Im ersten Teil? Ja. Hat man nur die beiden gespielt, oder? Da hat man nur die beiden gespielt, da gab's, ja. Da hat man am Anfang auch nicht den Vater nee. Mal kurz gespielt. Das nee, war nee. Nur eine Cutscene. Nee, nee. Ja, ich, okay. ich bin gespannt, ob wir ihn öfter noch spielen werden oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall im ersten Bildschirm spielen wir mit ihm. Da wird er wahrscheinlich auch nicht rausgehen. Bevor ich hier rausgehe, sollte ich mir erst einmal ein Versteck für das Pergament einfallen lassen, damit die Typen es nicht bei mir finden, falls sie mich erwischen sollten. Das Pergament. Ah, hast du das Pergament schon? Ja, ich muss mir mal mein Inventar angucken. Okay, wir haben Schlüssel. Ah ja. Schlüssel für ich alle weiß wichtigen schon. Räume in diesem Trakt. Ich weiß schon, was wir machen. Dann ein Der Brief. Brief von Vicar Matthew Wakefield. Von dem Toten. Werter Bischof Pteroli, ah ja, okay, das haben wir schon gehört. Okay. Das Pergament. Das Pergament, das mir Vicar Wakefield geschickt hat. Viel konnte ich noch nicht übersetzen. Hey, nur einige wirre Absätze über göttliche Strafen und den drohenden Weltuntergang. Aber Perry... Außerdem ist von einem Propheten Sandona die Rede, von dem ich noch nie gehört habe. Im Gegensatz zu Professor Patterson bin ich leider kein Experte für mittelalterliche Geheimschriften. Hör mir, haben wir zu, Perry. Er könnte damit sicherlich mehr anfangen. Hallo. Kopier doch das Pergament. Ihr habt doch hier in der Kirche bestimmt einen Fotokopierer oder eine Kamera. Und dann kriegen die Sam Fisher-Zombies kriegen eins und du behältst eins und dann sind alle glücklich. Aber vielleicht ist das mit Zaubertinte geschrieben, die man nicht kopieren kann. Ja, die, ja. ja, wahrscheinlich. Das trägt den Titel Geheimschriftliche Symbolik. Ja, ich weiß schon, wir stecken das jetzt da rein. Genau, Gute und Idee. Dann das da rein. In das offensichtliche, rot leuchtende Lücke da. Genau. Du meinst diese rot leuchtende Lücke? Genau. Schriften und Bildschriften in den europäischen Religionen. Ja, okay. Da machen wir das Büchlein rein. Das ist aber nicht sehr gut versteckt. Nee, also, das hätte ein bisschen besser reinschieben können, naja, finde ich. Aber es wird nicht mehr grün, siehst du? Man weiß nicht mehr, ob... Aha. Naja, gut. Ja. Warum nicht? Da. Perfekte Tarnung.
Wir werden es diese Typen wohl nicht so schnell finden. Nee, unmöglich. Jetzt aber nichts wie raus hier. Ich meine, es könnte natürlich sein, dass die alle Bücher rauswerfen und dann fliegt das Pergament einfach raus. Eventuell. Aber höchstwahrscheinlich nicht. Das sind bestimmt Gentleman-Diebe. Die verwüsten hier nichts. Letzte Sekunde. Das sind aber auch die schlechtesten Geheim-Stealth-Agenten überhaupt. Ja. Wenn der Pfarrer schon unbedingt noch dafür sorgen, eine Stunde vorher weiß, dass die kommen. Vor Dr. Forrester in die Hände bekommt. Beide haben sich für das von mir versteckte Buch eingeschrieben. Und die Gefahr ist groß, dass Dr. Forrester das Buch vor William Patterson in die Hände bekommt. Ach, das sind Probleme. Mach so. Erstmal das Fenster zu. Sonst kommt da noch einer rein. Wo läuft er denn hin? Wer weiß. Warte mal. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da hinten am Tor ein schwaches Licht. Ob ich hier jemals lebend rauskommen werde? Ein bisschen mehr Gottvertrauen. Ja, und aber er ist ziemlich cool dafür, dass er wahrscheinlich stirbt. Das stimmt. Das ist viel zu hoch. Da kann ich nicht einfach aus dem Fenster springen. Ach, das geht schon. Gott wird dich beschützen. Wenn er jetzt sein Pergament noch hätte, könnte es wie so ein Gleitschirm benutzen vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie groß das ist und wie stabil. Sekretariat. Unsere Sekretärin hat abgeschlossen. Pflichtbewusst wie immer. Die ist wahrscheinlich Deutsche. Ich meine, dass die Lampe da oben, dass die so wackelt. So ein 3D-Objekt in einer vorgerenderten Umgebung, es ist ja nichts Besonderes. Aber der Scheinwerfer da unten ist jetzt schon, finde ich, fast schon technisch das beeindruckend, da? Ne? Ja. Weil ja, das ein vorgerenderter Hintergrund, auf dem das da rumwippt. Da geht's zurück zur Nicht Bibliothek. Schlecht. Selbst wenn ich wüsste, was ich da noch will, es wäre jetzt vermutlich zu spät. Na gut, dann halt eben nicht. Wer wohnt denn hier? Dr. Lucy Forrester, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Okay, gehen wir bei ihr mal rein. Die Tür ist verschlossen. Zum Glück haben wir einen Generalschlüssel dabei. Upp. Als William Patterson noch in diesem Büro war, hatte ich einen Schlüssel dafür. Aber nach dem Umzug musste ich den wieder abgeben. Was? Ja, nicht ganz so general anscheinend. Tut mir leid, er hat doch vorhin gesagt, ein Schlüssel für alle Räume in diesem Haus. Alle außer den von Schlüssel Patterson natürlich. Alle wichtigen Räume. Ach so. Also anscheinend ist diese Professorin nicht ganz so wichtig. Das Sekretariat wahrscheinlich umso mehr. Wahrscheinlich. Das Herz eines jeden Verwaltungsgebäudes. Ja. Tja, das stimmt. Das ist der wichtige jetzt Raum. Jetzt ist die Tür offen. Hausmeister und Sekretariat, das sind die wichtigsten Institutionen. Okay, warum liegt da ein Büschel auf dem Computer? Warum das macht liegt mich wahnsinnig. Da Stroh auf dem Computer? Warte mal, was für ein Spiel ist denn das hier? Okay, aber diesmal gibt es anscheinend... Also ich bin mal gespannt, ob es wieder so Räume gibt, wo man an die Seite laufen muss, damit der Raum weiterläuft. Oder so Mist wie, man kann irgendwie alles anklicken, aber erst wenn man eine Sache hat, dann kann man noch ein bisschen mehr anklicken. Oder man muss Sachen zweimal anklicken. Das war toll. Personalakten. Nehmen wir da irgendeine von. Okay. Der ist abgeschlossen. Verdammt. Aber wir haben ja einen Schlüssel zu allen wichtigen Sachen. Nö. Das geht anscheinend nicht. Ist anscheinend das Geräusch für es geht nicht. Genau. Na gut. Zurück, hallo. Okay. Und man kann nicht mal den Schreibtisch angucken. Ich möchte wissen, was das da für ein Büschel ist. Aber Terminplan geht immerhin. Ja. Ja, ich weiß schon, was wir machen müssen. Wir müssen irgendwie ihren komischen, riesigen Terminplan durcheinander bringen. Hallo, Vielleicht Pia. Ich könnte mit Hilfe Hallöchen. Dieses Plans dafür sorgen, dass William Patterson morgen früh das Buch auch wirklich vor Dr. Forrester bekommt. Sorry für die Verwirrung beim letzten Mal. Ich bin immer noch so auf Donnerstag, aber es ist mittlerweile Freitag. Ich trottel. Und hallo, Crime Steve. Dankeschön, freut mich. Hallo. Da bin ich. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, was er gesagt hat. Ich auch nicht.
Aber ich kann mich noch erinnern, als du das kurz angespielt hast. Man muss hier irgendwie Donnerstag, der 27. Mai. Den Terminplan verändern, damit irgendein Professor irgendwie das Pergament Morgen findet oder so. Morgen ich sollte dafür sorgen, Freitag. Dass William Patterson morgen während der ersten Vorlesungsstunde Zeit hat, in die Bibliothek zu gehen. Aber heute ist doch Freitag. Aha. Indem ich ihn einfach. Warte mal. Ja, uns geht's gut, Pierre. Danke. Und dir? Oder euch allgemein so? So, nun hätte Patterson schon mal Zeit, sich das Buch gleich am Morgen zu besorgen. Nur Dr. Forrester stellt jetzt noch ein Problem dar. Immer dieser Forrester. Verdammter Dr. Forrester. Ja, okay. Wenn das Rätsel einfach nur ist, den runterzuschieben und den hochzuschieben, dann ist es ein bisschen einfach. Aber wahrscheinlich ist es so. Ist ja ein Testrätsel. Es ist tatsächlich so. Jetzt ist sichergestellt, dass Dr. Forrester mit ihrer vorgezogenen Vorlesung beschäftigt sein wird. Wow. Mein Freund Patterson hingegen wird morgen früh keine Vorlesung mehr haben. Und sich dann hoffentlich auch gleich um sein vorgemerktes Buch kümmern. Perfekt. Perfekt. Also, wissen jetzt Professoren... Jetzt aber nichts wie raus hier. Am besten gehe ich gleich zur Polizei. Wissen die am Tag vorher nicht, wie sie am nächsten Vielleicht Tag... Vielleicht passiert es öfter, dass einfach mal kurzfristig was verschoben wird. Na, die gut, gehen okay. wahrscheinlich morgens dahin und denken sich, oh, na super. Oh. Und gleich stürzt er so, ja, rückwärts durchs Fenster. Bam. Ups. Hätten die mal vorher gespeichert. Aha. Ich bin schon sehr mein gespannt Gott, drauf, Steve, auf jeden Fall. Boah, der ist ganz schön tief eingematscht in den. Ja. Hat der irgendwie, was hat denn der geschossen? Das war nur das Betäubungspfeil war, glaub, wahrscheinlich das war oder nur sowas. So ein Betäubungsfeil, ja. Bin echt schon gespannt auf Resident Evil 8. Ich hoffe, das wird cool. Mal schauen. Oh Gott. Hamburg, eine Woche später. Hamburger. Ja, Papa, ich weiß. Was war das? Komisch. Ja. Nein, ich will immer noch nicht mit dir zur UN-Hauptversammlung nach New York. Nein, werde ich nicht. Ich brauche einfach mal ein paar Tage Urlaub. Aber du hast doch Weihnachten schon Urlaub genommen. Ich versuche den Nein, Papa zu synchronisieren. Nein, das hat nichts mit der Trennung von Max zu tun. Ich mochte Max sowieso nie, den alten Trottel. Der war nur hinter ja, deinem Geld sicher. Her. Ich denke nicht mal mehr an ihn. Wer ist eigentlich Max? Da sind dunkle Wolken aufgezogen am Beziehungshorizont. Ja, du hast natürlich recht. Auch wenn er ein verdammter Idiot ist, ich vermisse ihn trotzdem. Aber es ging einfach nicht mehr. Du weißt, dass die Trennung die einzig richtige Entscheidung war. Irgendwie endet das Spiel damit, dass angedeutet wird, dass die zusammenkommen ja, und jetzt sind sie auch, schon wieder getrennt. Ich hoffe auch, dass die Kreuzfahrt mich ein wenig auf andere Gedanken bringen wird. Aber wie lange Pausen ja, sie da auch lassen. Ja, voll. Also das ist ja schon so, als würde sie wirklich telefonieren. Ja, ja. Faszinierend. Genug Ringfitted. Ringfit ist ganz schön anstrengend, oder, Cludo? Ich finde das schon krass. Die Squats vor allem. Squats, ey. Boah. Alle sind sehr entspannt dafür, dass da ja. gerade jemand umgefahren wurde. Und er macht auch Dienst nach vorne. Ja. Weiß ich nicht, sollen wir einen Krankenwagen rufen oder... Ah, wird schon passen. Ach, ja. Ach, der schläft nur. Ja. Guck mal, das ist nicht die AIDA, das ist die IADA. Sehr gut. Die IADA. Ja, ich finde das auch krass. Ich will aber echt wieder anfangen. Ich habe das am Anfang so konsequent durchgezogen und dann ist es wieder im Sand verlaufen. Aber ich habe jetzt... Ja, wir müssen abnehmen. Ich habe jetzt dieses Ring Fit, dann habe ich noch dieses Boxspiel für die Switch. Theoretisch habe ich auch noch... Wii Fit auch, aber ich meinte Ring Fit. Aber Wii Fit haben wir theoretisch auch. Ich hätte so viel Abwechslungsmöglichkeiten auch. Hm. Aber ich nutze sie einfach nicht. Oh, ist auch immer ein Zeitproblem. Okay. Delfin, was denn? Weil das die ganze Zeit so über das Meer, das war ein bisschen schwierig zu sehen. Hm. Die mächtige Möwe. Der König der Lüfte. Puritas Cordis. Sagt dir das was? Nee.
Tunguska konnte ich ja noch einordnen, aber Puritas doch, Cordis... Das ist also mein kleines Reich für die nächsten Tage. Keine Suite, aber doch ganz schnucklig. Ist das normal? Aber ich werde hoffentlich sowieso die meiste Zeit am Pool verbringen können. Dass die Schiffscrew... Mein Tag kann eine kleine Auffrischung gut vertragen. Irgendwie ihre Bilder in die Kabinen der Gäste hängt, so... Das ist gar nicht mein Koffer. Anscheinend gehört er einem gewissen William Patterson. Zumindest steht dieser Name auf dem Anhänger, der sich am Koffer befindet. Was für ein Zufall. Na, das fängt ja gut an. Ich sollte mal beim Empfang nachfragen. Vermutlich wurden die Koffer versehentlich vertauscht. Okay. Ich habe jetzt auch meine alten Hanteln wieder ausgegraben. Und weil mit denen trainieren ist manchmal einfach komfortabler. So vom Fernsehen im Sitzen, gemütlich, Hantel, Training. Das ist manchmal einfach so nebenbei, für zwischendurch. Man muss fast aufpassen, dass man sich an den Kanten nicht schneidet. Aber verbrennt halt nicht so viel Kalorien natürlich. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, wir sind in unserer Kabine. Dann wollen wir uns mal umschauen. Erstmal hinlegen. Ich hatte eine Hängematte befürchtet. Bin also durchaus positiv überrascht. Oh Gott, wo hast du denn gebucht? Eine Hängematte. Gibt sowas überhaupt Hängematten? Oder war das ein Scherz? Wahrscheinlich war es ein Scherz von ihr, oder? Ich bin mir da nie sicher. Ihr Humor aber, war schon im ersten Teil immer ein bisschen komisch. Das stimmt. Aber ich finde es wirklich lustig, dass der Bild vom Captain. Ja, ist es wirklich in jeder Kabine. Ein Mann vor dem Atomium in Brüssel. Der Typ ist, glaube ich, der Kapitän dieses Luxusliners. Naja. Okay, der ist vielleicht ein bisschen selbstverliebt. Hängt bitte in jede Kabine ein Bild von mir. Ja, und vor allem denke ich mir, hat das mit der Story zu tun, dass er vor diesem Atomium in Brüssel steht? Wahrscheinlich, vielleicht, wer weiß. Das hängt hier ganz gut. Na dann? Aber spielt der zweite nicht in New York oder irgendwie sowas? Oder in den USA zumindest? Keine Ahnung. Ich dachte. Ah, schauen wir mal raus. Oh, ein Vorhang. Boah, ist der hässlich. Das ganze Zimmer ist eher... Naja. Okay, man kann auch rausschauen. Warum heißt das Ding eigentlich Bullauge? Egal. Die Aussicht ist auf jeden Fall grandios. Grandios. Aber man konnte... Ja, genau, man konnte... sich nicht öffnen. Wohl auch besser so. Sonst stünde meine Kabine bereits nach der ersten großen Welle unter Wasser. Oh Gott. Das stimmt. Kabelkopfhörer beim Training sind doof. Darin ist, wie es sich für eine gute Handtasche gehört, fast mein komplettes Leben. Wie sich es für eine gute Frauenhandtasche gehört. Besteht mein Leben nur aus meiner Handtasche? Ich denke, selbst Frauen sollten es ein paar Minuten ohne Handtasche aushalten können. Ich lasse sie vorerst hier. Also der Teil ist definitiv nicht sehr viel besser als der erste, offensichtlich. Ist ja nur ein Jahr älter, ne? Tja, eben. Ja, selbst Frauen sollten das aushalten können. Nein. Genau, was haben wir noch? Ah, okay, ja. Ah, die Lautsprecher, die sind auch cool. Ich nehme mal an, über den Lautsprecher kann der Kapitän die Passagiere informieren, wenn das Schiff gerade gesunken ist. Wie so ein altes Mikrofon aus eher. Ich höre nicht gern Musik beim Training, weil ich zähle dann immer die Lieder und denke mir immer so, boah, erst 3 Minuten ungefähr vorbei und jetzt ist immer noch erst das dritte Lied, das sind ja noch nicht mal 10 Minuten gewesen. Der Koffer eines gewissen William Patterson, wenn man dem Namensschild glauben darf. Und wenn man den Aufklebern glauben darf, dann muss er schon in so ziemlich jedem Land der Welt gewesen sein. Nein, das bedeutet, der Koffer muss schon in so ziemlich jedem Land gewesen sein. Nicht unbedingt der Typ. Die Merlin hat jetzt ihre Tasche erst eingemottet vor kurzem und gegen einen Rucksack ausgetauscht, einen riesigen, der echt praktisch ist. Ja. Ich wühle nicht in fremden Koffern. Außerdem ist ein Zahlenschloss dran. Und ein einzelner Rollschuh. Ein einsamer Rollschuh. Auf einmal ist sie lauter geworden. Warum? Ja, wir nehmen den Rollschuh einfach mal mit. Den Rollschuh. Simon sagt, damit kann man an die fantastischsten Orte reisen. Nina sagt, ein Schrank. Stimmt das, der Cludo? Sagst du das? Sagst du ein Schrank manchmal? Wahrscheinlich. Okay, ja gut, dann müssen wir wohl raus. Hey Max, hi. Hab dich ganz überlesen, sorry. Hallöchen. Oh Gott. Scharfes Fahrgestell. Da ist schon wieder Mark Hamill. Bitte? Also seine deutsche Stimme. Na, noch schnell die letzten Tage genießen. Was?
Lesen Sie keine Zeitung? Haben Sie keinen Fernseher? Doch. Wieso? Na, aber dann sollten Sie eigentlich wissen, dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Ja? War mir gar nicht so bewusst. Das wird einem zurzeit doch ständig um die Ohren gehauen. Globale Klimaerwärmung, brennende Ölfelder im Nahen Osten und dazu massenweise Naturkatastrophen. Eine schlimmer als die andere. Da kann es nur noch eine Frage von Minuten sein, bis wir alle den Löffel abgeben. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Ist doch klar. In Zeiten wie diesen muss man jammern. Spaß haben geht gar nicht. Und Kreuzfahrten machen sowieso schon erst recht nicht. Ja, wenn Sie meinen. Und dann wird man an jeder Ecke mit diesem pseudowissenschaftlichen Geschwafel zugedröhnt. Wenn ich mir diese Möchtegern-Wissenschaftler ansehe, die jetzt in New York bei dieser UN-Geschichte einen auf dicke Hose machen. Nun machen Sie aber mal einen Punkt. Mein Vater ist zufällig einer von diesen Wissenschaftlern. Tja, wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ich jedenfalls kann über diesen ganzen Schwachsinn nur lachen. Du heißt aber und nur Passagier, freuen. Ey. Immerhin du hast nicht mal einen Namen. Für Kreuzfahrten und Urlaubsreisen nach dieser ganzen Panikmache in den Keller gegangen. Dumm nur, dass ich selbst in der Reisebranche arbeite. Also schnell noch eine Kreuzfahrt machen, bevor mich dieses hirnlose Geschwafel endgültig in den Ruin treibt. Ja, prima Idee. Im Prinzip mag er mit einigen Sachen ja nicht ganz unrecht haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mir zwei die Welt geht unter Jammergestalten nicht trotzdem lieber sind als dieser Typ. Immer diese Statisten. Was für ein scheiß Gespräch. Also wer hat denn das geschrieben, ey? Okay, guck mal. Das ist irgendwie auch neu, das Interface. Das Gesprächsinterface. Ah, kann man jetzt richtig Dialoge führen? Also so ein bisschen quasi. Naja, im Prinzip ist es einfach nur anders angeordnet. Abraxas schreibt gerade, er wettet, dass Nina in diesem Teil Sexleben zerstören wird. Mal schauen. Ja, ich tippe höher. Nee, warte mal. Sex ist schon ziemlich hoch. Ich glaube, beim letzten Mal waren es nur 5 oder so. Wer weiß. Ja, schauen wir mal. Bin gespannt. Bei mir wurde offensichtlich das Gepäck vertauscht. Sie haben nicht zufällig meinen Koffer gesehen? Nein, leider nicht. Und bei mir war auch alles in Ordnung. Koffer, Rucksack und Beauty Case, alles da. Beauty Case? Klar. Heutzutage muss man auch als Mann was für seine Schönheit tun. Sie müssten das doch eigentlich wissen. Vielen Dank für das Kompliment. Also, das sind ja wirklich unterirdisch geschriebene Dialoge. Haben Sie eigentlich was von dem Unfall vorhin im Hafen mitbekommen? Nee, leider nicht. Habe ich was verpasst? Nein. So ein Idiot. Ich werde mich dann mal wieder den angenehmeren Dingen des Lebens zuwenden. Gute Idee. Viel Spaß. Was für ein unangenehmer Kerl. Ich frage mich, ob der noch wichtig wird. Wahrscheinlich ist es der Oberböse Gott, oder so. Oder der stirbt gleich. Vielleicht. Ich meine, er hatte keinen Namen. Ja, außer vielleicht ist es wie in so Japano-RPGs oder so, wie es oft ist, dass der erst revealed wird, der Name. Der heißt jetzt so lang Passagier, bis sich rausstellt, dass er in Wirklichkeit Dr. Broslowski ist. Nur auf der Unterseite. Okay, da oben ist ein Fenster. Und das ist nur von unten verdreckt. Ich glaube, das soll man gar nicht öffnen können. Ach was. Ach, wirklich? So, die Tür da. Warum ist da oben eigentlich ein Fenster? Warum willst du in fremde Kabinen gehen? Ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Okay, da kommen wir nicht rein. Kommen wir in die Tür. Das ist die Krankenstation. Scheint die Krankenstation des Schiffes zu sein. Okay. Da ist überall nur Fenster. Die Krankenstation ist leer. Zumindest ist niemand zu sehen. Na gut.